Wahnsinn. Okay. Ja, heute geht es um Testing mit Angular. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind zu dem Thema, weil ja meistens Testing nicht so viele vom Hocker haut. Genau. Um mal reinzukommen, generell die Frage, wie viele von euch schreiben denn Tests? Alle? Nicht. Alle? Okay, cool. Wer schreibt denn gerne Tests? Ja, genau. Okay, ja, vielleicht kann ich euch das Jest-Framework ein bisschen näher bringen und das steigert dann vielleicht die Motivation, lieber Tests zu schreiben. Wir schauen mal. Warum machen wir jetzt das Ganze? Wir haben damals hier bei DocSafe angefangen mit Angular 2, als es gerade frisch draußen war. Da gab es leider auch noch keine CLI oder irgendwas, sondern da muss man das ganze Setup alles noch per Hand machen, mit Webpack und so. Und das Testing hat es auch relativ lange gedauert. Mittlerweile geht es alles einfacher. Unser Grundproblem war aber eher, dass die Geschwindigkeit von den Testing, wie man es mit dem Angular machen kann, mit dem Karma, nicht so optimal war. Für so kleine Projekte, wie wir jetzt auch in dem Demo-Projekt sehen, das ist alles immer kein Problem. Sobald man dann aber ein bisschen mehr Code hat und ganz viele Komponenten, da wird es dann schon deutlich langsamer. Und deswegen waren wir da auf der Suche nach einer Alternative und sind dann über so einen Blog-Eintrag gestolpert von jemandem, der aus dem React-Team bzw. von Facebook ist, der das Jest-Test-Framework mitentwickelt. Und der hat mal einen Blog-Eintrag geschrieben, wie man das auch mit Angular verwenden kann. Das haben wir dann mal ausprobiert und das hat ziemlich gut funktioniert. Und dann haben wir auch gemerkt, dass das Jest-Framework an sich ziemlich cool ist, was man damit so alles machen kann. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann quasi geswitcht und haben dann die Tests in Jest alle geschrieben. Und ja, alles ist gut. Genau. Ja, hier nochmal ein paar Infos zu mir, wer in Kontakt mit mir treten will und was ich so alles mache. Genau. Mal kurz zur Einordnung. Jest, Karma, was ist das alles? Hier ist diese tolle Testpyramide, die man so generell kennt. Es gibt da verschiedene Arten von Tests. Wir reden heute hauptsächlich über Unit-Tests, teilweise Integrationstests. Das ist so der Bereich, den so Jest und Karma mit abdecken. Ich habe die jetzt mal so auf die Ebene gemacht, was dann heißen soll, alles, was da drunter ist, ist im Prinzip durch das Framework abgedeckt. Und dann gibt es noch die Ebene weiter drüber, das ist dann Cypress, Selenium, Protractor, wo es dann eher um die End-to-End-Tests geht. Das ist dann nochmal eine andere Ebene. Da können wir auch zu dem Cypress gerne mal einen Talk machen, das ist eigentlich ziemlich cool. Das Jest und Karma sind ein bisschen weiter unten angesiedelt, wo es hauptsächlich um Unit-Tests geht. Und man kann aber auch Integrationstests machen. Genau. Genau, warum jetzt Jest? Es gibt eigentlich zwei Punkte, die so ein bisschen problematisch sind mit dem Karma. Zumindest bei größeren Projekten, was uns aufgefallen ist. Das eine ist also Karma-spezifisch und das andere liegt so ein bisschen an Angular. Das eine ist halt, damit das Karma funktioniert, muss die Anwendung quasi kompiliert werden, die ganze Angular-Anwendung. Das sieht man dann am Anfang immer, wenn man die Tests startet. Dann wird der Browser gestartet und dann stellen die eine Verbindung zueinander her und dann laufen die ganzen Tests im Browser. Und das ist halt, wenn man die Tests öfters ausführt, dann dauert das immer also ein bisschen, bis der die Anwendung kompiliert hat, gerade bei größeren Anwendungen, wenn man dann noch so ein paar Libraries drin hat, so wie das bei uns ist. Das frisst immer so ein bisschen Zeit und die eigentliche Testausführung ist dann eigentlich relativ schnell, aber so bis das Ganze startet, dauert immer so ein bisschen. Und die zweite Sache ist im Prinzip diese Helfermethoden von Angular, die man testen kann, dieses Testbed-Framework, was damit eingebaut ist. Ist im Prinzip darauf ausgelegt, eine Komponente immer komplett zusammenzubauen. Das heißt, ich habe so richtig meine Syntax, wie ich sonst ein Angular-Modul habe. Ich hole mir die ganzen Abhängigkeiten rein, die ganzen Modulimporte. Und dann wird diese Anwendung, diese Komponente wirklich direkt kompiliert für den Test. Und dann kann ich darauf meine Tests ausführen. Und das ist, hat den Vorteil, dass man dann damit schon in diese Schiene-Integrationstest gehen kann, weil ich damit dann nicht nur den TypeScript-Code testen kann, sondern ich kann auch mein Template mit testen.
weil ich dann sozusagen Zugriff auf die ganzen DOM-Elemente habe und kann dann so ähnlich wie bei End-to-End-Tests mir irgendwelche Elemente aus dem DOM rausholen und dann irgendwelche Überprüfungen machen, ob da jetzt irgendwelche CSS-Klassen gesetzt sind oder ob da jetzt so und so viele HTML-Elemente vorhanden sind, wenn ich irgendwo einen Button geklickt habe. Und das ist schön, dass man das machen kann. Das war für uns jetzt aber wie ein Use Case, weil wir eine eigene Testabteilung haben, die End-to-End-Tests schreibt. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt bei dem Testing in unserem Projekt eher auf die Unit-Tests. Und da bin ich eher daran interessiert, dass man die schnell ausführen kann. Und dann brauche ich dieses ganze Brimborium drumherum nicht, dass ich mir da irgendeine Komponente zusammenbaue, sondern da gibt es halt kürzere Wege, wie man das machen kann. Das haben wir dann mit dem Jest auch gemacht. Und dadurch ist das ganze Setup deutlich schneller. Es gibt auch so einen ellenlangen Issue im Angular GitHub Repository, dass halt dieses Testbett so langsam ist und ob man das nicht irgendwie optimieren kann. Da gibt es auch ein paar Hacks, wie man das machen kann, aber so eine richtig optimale Lösung gibt es da jetzt noch nicht. Okay, was ist jetzt Jest überhaupt? Das ist jetzt ein Testing Framework und man kann das so ein bisschen vergleichen wie React mit Angular. React ist jetzt, sagen wir mal, nur so in Anführungszeichen so eine View-Library und die ganzen anderen Sachen, die man noch braucht für eine komplette Anwendung, die muss man sich einfach mit dazu holen. Und Angular ist jetzt das komplette Framework. Ne? Da ist die Rendering Engine mit drin, einen Router, einen Testing Lib, einen HTTP-Client. Und so ähnlich ist es im Prinzip mit dem Jest auch. Ich habe jetzt so ein komplettes Framework, wo ich halt den Testrunner habe. Ich habe eine Assertion Library mit drin. Das ganze Mocking ist mit abgedeckt. Ich kann Code Coverage machen. Es gibt so ein paar tolle Features wie Snapshot Testing. Und das ist im Prinzip alles schon mit drin. Ich habe halt das eigene Framework und brauche im Prinzip keine anderen Sachen. Und das Karma ist jetzt ja so aufgebaut, Karma ist unter Testrunner, dann gibt es Jestmine, was jetzt die eigentliche Assertion Library ist. Und wo das Mocking mit abgedeckt wird, dann brauche ich wieder ein extra Modul für Code Coverage, wenn ich das machen will. Und. Kann das halt schön erweitern, ist halt ein bisschen flexibler, aber out of the box ist halt weniger mit dabei. So. Das Jest ist halt sehr schnell. Warum? Weil ich im Prinzip nicht wie im Karma mit einem echten Browser teste, sondern mit einem virtuellen DOM. Ich glaube, in dem Fall haben die JS-DOM verwendet. Das macht es halt von der Ausführung schon mal schneller. Und ich muss nicht erst den ganzen Browser hochfahren, um jetzt irgendwas zu testen. Das wird alles hintenrum gemacht über Node.js. Dann wird ganz schön viel gecached im Jest. Das heißt, wenn ich einmal einen Test ausgeführt habe und Jest merkt, es gibt jetzt an der Datei keine Änderungen, dann wird im Prinzip der Test nicht nochmal ausgeführt für die Datei, sondern wird das komplett übersprungen. Dadurch holen die halt ziemlich viel Performance raus. Und die können das halt alles parallel ausführen. Die haben halt die Tests so voneinander getrennt, dass die sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Und je mehr Prozessoren man sozusagen zur Verfügung hat, umso schneller ist dann Jest, weil die im Prinzip jede Testdatei parallel ausführen können. Die Konfiguration ist relativ simpel. Das werden wir dann sehen, dass es jetzt gar nicht so viel ist. Das meiste wird auch automatisch generiert von so einer Schematic. Muss man im Prinzip gar nicht viel einstellen. Was auch sehr schön ist, die Ausgabe. Standardmäßig im Karma, wer das kennt, da ist ja dieser irgend so ein Standardreporter, der dann mal einfach nur zeitweise mal irgendwas ausgibt, was ziemlich mau ist, damit da mal eine Fehlermeldung ist. Das ist jetzt auch nicht so wirklich lesbar. Bei Jest sieht das halt ganz schön aus, weil die da so ein Diff hinschreiben, was jetzt genau der Fehler ist. Man sieht, welche Codezeile das ist. Das ganze Mapping mit Source Maps funktioniert alles. Können wir dann mal angucken, wenn ich mal ein paar Fehler provoziere, wie das dann aussieht. Also man findet halt relativ schnell raus, was jetzt das Problem ist. Das Jest selber ist eigentlich bei Facebook entwickelt worden, für React. Man kann das aber auch für ganz viele verschiedene Frontend-Frameworks verwenden, unter anderem auch Angular. Und man kann das Ganze auch im Node.js verwenden, was wir auch gemacht haben. Bei uns haben wir so ein paar Functions, die in Node.js geschrieben sind und da kann man Jest genauso verwenden. Im Prinzip über eine Config weiß dann Jest, ob es jetzt gerade im Node-Umfeld läuft oder ob es jetzt einen DOM emulieren muss, weil es jetzt für einen Browser irgendwelche Tests macht. Ja, die Dokumentation ist auch super, da findet man relativ viele Beispiele. Es wird auch ständig aktualisiert und an sich die Entwicklungsgeschwindigkeit ist auch ziemlich hoch. Da gibt es ziemlich oft Updates. Es ist auch über ein offizielles Modul kompatibel zu TypeScript.
das, was wir dann nachher hier verwenden, dieses Modul benutzt hintenrum diesen TypeScript-Compiler. Mittlerweile geht das aber sogar schon out of the box, dass es mit TypeScript funktioniert. Genau, das habe ich schon mit eingebaut. Und was auch gut funktioniert ist für die IDEs, gibt es verschiedene Plugins, hauptsächlich für WebStorm und VS Code. Das heißt, kann man sich ein Plugin installieren und kann dann direkt aus der IDE zum Beispiel Tests ausführen. Man kann direkt auf eine einzelne Testdatei klicken und die ausführen. Man kann auch Debugging mitmachen. Also die ganze Community und das, was es an Zusatztools gibt, ist ziemlich groß bei Jest. Ist bei Karma, glaube ich, aber auch so. Das funktioniert, glaube ich, auch in WebStorm und so ganz gut. Das ist jetzt nochmal kurz der Vollständigkeit halber so ein paar Syntax-Elemente aus dem Jest. Ich will jetzt so gar nicht so viel Kram hier erzählen, das kann man in der Doku alles ganz gut nachlesen, das werden wir dann in echt sehen, was dann so geht. Viele Sachen werden einem schon bekannt vorkommen aus dem Jest-Mine, die unter der Haube verwenden die auch zum Teil Jest-Mine. Deswegen ist diese meiste Syntax hier bekannt und es gibt auch noch so ein paar Zusatzfunktionalitäten, die er in Jest mit eingebaut hat, aber wenn man das jetzt auf den ersten Blick sieht, so ein Test, dann ist es jetzt nicht so, dass man da jetzt komplett was neu lernen muss, sondern es kommt einem alles sehr bekannt vor. Ja, dann haben wir das schöne Thema Mocking. Das ist ja im Prinzip immer das Spannende, wie ich meine Tests sozusagen so bauen kann, dass ich einfach Abhängigkeiten austausche, um dann genau die Testbedingungen so zu konstruieren, wie ich sie brauche, um dann die Tests zu machen. Und das Schöne im Angular ist ja generell, dass es alles mit Dependency Injection funktioniert. Das heißt, Angular macht es mir schon relativ einfach, irgendwelche Abhängigkeiten auszutauschen. Und im Jest gibt es da so ein paar Hilfsfunktionen. Das heißt, ich kann mir so ein Mock-Objekt anlegen. Das wird dann vom Jest überwacht. Ich kann dann immer abrufen, wie oft wurde das aufgerufen, mit welchen Werten. Und ich kann auch gleichzeitig sagen, wenn dieses Mock-Objekt aufgerufen wird, gib mir mal bestimmte Werte zurück, die ich jetzt unter Kontrolle habe, was es dann geben soll. Hier sind mal nur so zwei Code-Beispiele. Das ist einfach so eine Syntax hier, jest.fn. Der erstellt da jetzt hinten so ein Mock-Objekt. Und jetzt gibt es so verschiedene Funktionalitäten, wo ich dem sagen kann, gib mir mal einen bestimmten Wert zurück, mach das aber nur einmal. Das kann ich dann nochmal machen. Ich kann auch generell sagen, Mock Return Value, dann wird quasi immer der einzelne Wert zurückgegeben. Und so kann man dann im Prinzip ganz gut steuern, was dann bei den Funktionsaufrufen passieren soll. Es gibt dann noch die andere Variante, wenn man ein bisschen weitergehen will, dass man so auch die kompletten Funktionalitäten beschreiben kann. Genau. Und dann gibt es auch noch eine dritte Variante, dass man sich quasi im Filesystem einen speziellen Ordner machen kann, wo man seine Mock-Objekte reintut und Jest kann die dann sozusagen automatisch laden und führt die dann auch aus. Das ist jetzt eher im Node.js-Umfeld, das eher gemacht. Könnte man theoretisch auch verwenden. Aber meistens reicht das eigentlich aus, weil ich ja jetzt im Angular mir wegen irgendeinen Service reinlade und will jetzt eine bestimmte Methode überschreiben. Und meistens will ich eigentlich den kompletten Service überschreiben oder generell irgendeine Abhängigkeit. Also das funktioniert wirklich super. So, und jetzt haben wir so ein Konzept, das Snapshot-Testing. Das kommt im Prinzip auch so aus der React-Welt. Da wird ja viel mit Komponenten gearbeitet und da gibt es ja diese Render-Methode, die am Ende so ein HTML zurückgibt. Und dafür wurde das im Prinzip ursprünglich entwickelt, dass ich dann vergleichen kann, das HTML, was da rausgerendert wird, hat sich das irgendwie geändert und entspricht das jetzt dem, was ich erwarte. Das Schöne ist aber, dass das im Prinzip jetzt nicht nur mit Strings funktioniert, sondern mit allen Sachen, die serialisierbar sind. Genau. Das heißt, man kann das auch mit JavaScript-Objekten machen, mit Arrays, mit irgendwelchen. Im Prinzip ist ja fast alles im JavaScript serialisierbar. Alles, was mit JSON geht, funktioniert ja auch. Die Logik ist dann hier, dass der im Prinzip so ein paar extra Dateien erzeugt, wo der dann so einen formatierten String reinschreibt, der auch ganz gut lesbar ist. Die Dateien kann man dann mit einem Code einchecken. Und in meinem Test selber kann ich dann einfach schreiben,
der soll sozusagen den Snapshot erstellen und vergleichen und der würde dann halt erkennen, hat sich der Wert geändert und gibt mir dann eine Fehlermeldung. Wenn das jetzt eine gewollte Änderung ist, weil ich jetzt die Funktionalität geändert habe, dann kann ich dem auch sagen, das soll einfach einen neuen Snapshot generieren. Und dann wird das geupdatet. Und es gibt aber auch so eine Inline-Variante, wo der das quasi in den Test dann den Code reinschreibt. Dann hat man nicht diese extra Dateien. Das haben wir bis jetzt noch nicht so oft verwendet, ist aber eigentlich ganz, ganz spannend, gerade wenn man so ein paar HTML-Sachen vergleichen will. Ja. Wie würde das jetzt mal aussehen? Das ist jetzt so ein Beispiel aus der Dokumentation für so eine Angular-Komponente. Entschuldigung, von React. Hier passiert dann nichts weiter, als dass jetzt irgendein HTML hier zusammengebaut wird. Und dann in meinem Test schreibe ich jetzt einfach nur hin expect tree to match snapshot und dann weiß halt Jest, okay, den Wert will ich prüfen. Beim ersten Mal Testdurchlauf wird dann hier so eine Datei erzeugt, wo dann der Code drin steht. Hier ist jetzt einfach der Key, wie der Test heißt und hier ist jetzt dieses Template-String ist jetzt das, was eigentlich in echt zurückkommen würde. Das speichert er sich jetzt ab und jedes Mal, wenn der Test ausgeführt wird, prüft er das dagegen. Und sobald sich dann mal hier, warum auch immer, irgendwas ändert an der Ausgabe, merkt er dann, okay, das passt nicht mehr zusammen. Letzten Endes ist es halt einfach nur ein String-Vergleich. Spart einen dann aber hier, dass man jetzt hier irgendwelche Matcher schreiben muss, um jetzt zu gucken, okay, was gibt es jetzt hier? Guck mal in dem String, ob da, weiß ich nicht, so ein Ahref drin ist oder irgend so ein E-Tag mit irgendeinem Inhalt. Kann man im Prinzip alles abkürzen und über sowas hier machen. Und das gleiche würde jetzt im Prinzip auch für, es könnte jetzt auch ein JavaScript-Objekt drin sein, ein Array, einfach nur ein JavaScript-String, würde alles funktionieren. Da würde das in die Datei reinschreiben und dann immer vergleichen. Okay, das war jetzt so ein bisschen Theorie. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das jetzt wirklich machen können. Ich habe so eine kleine To-Do-App mir zusammenkopiert von To-Do-MVC und habe die mal für Angular gebaut. Das ist jetzt hier die normale Seite, die normal die Angular CLI rendert und jetzt kann man halt hier irgendwas reinschreiben, ist jetzt nichts Spannendes. Ist eigentlich auch technisch egal, was jetzt hier passiert. Das ist jetzt quasi einfach nur unsere Beispiel-Applikation und da wollen wir uns mal anschauen, wie wir da jetzt dieses Jest mit einbauen können. Wenn wir jetzt mal kurz beenden und die Tests ausführen. Das ist jetzt im Prinzip der Codestand, dass ich jetzt mir über die CLI das Projekt generiert habe. Habe dann den Code für die To-Do-App rein kopiert und angepasst. Und standardmäßig macht er jetzt im Prinzip die Karma-Tests. Das heißt, wir sehen, der baut jetzt hier die Anwendung zusammen, dann startet er den Browser. Das ist immer das, was dann so ein bisschen dauert. Und jetzt legt er dann halt los, die eigentlichen Tests auszuführen. So, und hier ist jetzt die nächste Sache, die so ein bisschen unschön ist. Kann man sich jetzt streiten. Das Problem ist halt, ich habe jetzt hier im Prinzip mit der CLI mir die Dateien generiert. Und da generiert er dann im Prinzip auch mal die Tests dafür. So. Das ist im Prinzip so ein Standard-Test-File, wie das jetzt so aussieht, wenn die CLI das generiert. Hier ist dann dieses Testnet, was ich vorhin gesagt habe. Das heißt, da baut sich hier im Prinzip das so ein richtiges Angular-Modul zusammen. Das ist unsere Komponente, dann wird die kompiliert. Dann wird hier nochmal die eigentliche Komponente rausgeholt. Und dann kann ich hier unten dann irgendwas damit machen. So, das Problem ist halt hier bei dem Komma jetzt. Ich habe mir das jetzt generiert, habe da jetzt Code eingebaut. Und jetzt passt natürlich diese ganze Konfiguration nicht mehr ganz zu dem, was eigentlich in echt passiert. Weil ja zum Beispiel irgendeine Footer-Komponente schon wieder eine Abhängigkeit zu irgendwelchen anderen Sachen hat. Die braucht jetzt zum Beispiel irgendeinen Service, der injected wird. Und wenn ich das jetzt alles in der Testdatei nicht mit reinschreibe, dann kriege ich halt diese tollen Fehlermeldungen. Weil er dann natürlich sagt, dass er zum Beispiel das Router-Out nicht kennt, weil jetzt ich das Routing-Modul nicht mit importiert habe bei dem Test. Dann gibt es noch andere Sachen, wo er dann irgendeinen Service wahrscheinlich nicht findet. Ja. Das ist alles so ein bisschen
nicht ganz so schön, weil man jedes Mal, wenn man jetzt was generiert und Code anschreibt, hier auf die Füße fällt. Man könnte jetzt argumentieren, dass es positiv ist, weil man dazu gezwungen ist, jetzt den Test zu fixen, dass der erstmal funktioniert und sich überhaupt mit Testing beschäftigt. Aber ich finde das jetzt nicht ganz so optimal. Genau. Und es gibt auch ein paar Tests, die durchlaufen. Das sind jetzt diese einfachen, die jetzt keine Abhängigkeiten haben, wo sich nicht viel geändert hat. Okay, und das ist jetzt hier quasi die Konsolenausgabe dazu. Ja, das ist halt nicht ganz so hübsch. Okay, wie können wir jetzt das Jesty einbauen? Es gibt einmal die manuelle Variante, das ist der Blogartikel, den ich vorhin erwähnt hatte, von demjenigen, der auch dieses Modul geschrieben hat, das heißt Jest Preset Angular. Das heißt, Jest hat selber eine Konfiguration, man kann dann noch so ein Preset erstellen, mit so ein paar Konfigurationseinstellungen. Und damit funktioniert das Ganze dann im Angular. Das ist jetzt auch nicht schwer, das kann man alles frisch durchgehen. Oder man kann die Variante machen, dass es jemand einfach mal eine Schematik ausgelagert hat. Das heißt, man installiert sich jetzt global einfach nur diese Schematik und kann dann einfach die mit ng-generate Jest Schematic Add hinzufügen. So. Das haben wir schon mal hier gemacht. Wenn wir jetzt mal sehen wollen, was da eigentlich passiert ist, können wir hier mal schnell uns das Diff angucken. Das ist jetzt im Prinzip, das muss man auch nur einmal machen, das ist jetzt nicht mega fancy. Im Prinzip legt er einmal so eine Jest-Config-Datei an, das ist halt im Prinzip die Konfigurationsdatei für Jest, die wird auf die Root-Ebene gelegt. Hier wird das Preset referenziert, das wird als Angular, als NPM-Modul mit installiert. Dann gibt es einen Root-Ordner, dann gibt es nochmal so eine Setup-Datei. Dann gibt es so ein Module-Name-Mapping. Das ist im Prinzip das, was TypeScript über das Pass-Mapping macht. Ich glaube, das braucht man mittlerweile auch nicht mehr. Das macht Jest mittlerweile auch automatisch, dass er dann diese verkürzten Schreibweisen mit so einem Add, kann man ja im TypeScript machen. So ein Pass-Mapping, dass man bei den Imports nicht so viel schreiben muss. Das wird mittlerweile auch automatisch erkannt. Ja. Dann kann man hier gleich noch den Code-Coverage konfigurieren. Und dann gibt es noch so ein Transform-Ignore-Pattern, das ist dann spannend. Das sieht man auch in der Doku, wenn man jetzt Module verwendet, die schon mit ES6 geschrieben sind oder mit ES2015. Die kann man dann quasi vom Kompilieren mit ausschließen. Ist zum Beispiel bei NGRX dann spannend. Ist aber alles gut dokumentiert. Genau, dann werden im Prinzip diese ganzen Kammer-Sachen alle rausgeschmissen. Das Jest wird hinzugefügt, das Preset. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Befehle in die NPM-Skripte mit reingeschrieben, um dann quasi die Tests aufzurufen. Das heißt, NPM-Test habe ich direkt auf Jest gemappt. Dann gibt es einen Befehl für Code-Coverage. Dann gibt es so einen TDD-Befehl. Mit so ein paar CLI-Flags, damit das ein bisschen hübscher aussieht. Und dann ja, gibt es noch diesen Watch-Mode, der auch ganz cool ist. Genau. Das ist jetzt nochmal so ein Fix für die App-Component. Das ist halt so die Abkürzung, dass man sagen kann, das soll man alle Fehler ignorieren für den Test. Angular. Hm. Okay. Karma-Config wird auch rausgelöscht. Und dann gibt es noch so eine Setup-Datei, wo so ein paar globale Objekte, die es so im Browser gibt, hier schon mal initialisiert werden. Werden wir dann nachher auch mal verwenden. Das heißt, wenn man mit dem Local Storage irgendwas machen will oder mit irgendwelchen Style-Sachen, kann man sich jetzt hier zusätzlich noch was überschreiben. Das wird dann vom Jest geladen, verwendet. Und dann gibt es noch so eine Helper-Datei, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, wofür man braucht. Wir haben die bis jetzt nicht verwendet. Boah, da wird auch was in diesem Testbed geschrieben. Okay. Ja, dann eine kleine Änderung in der TS-Config. Wie gesagt, im Prinzip funktioniert das alles automatisch, da muss man jetzt nichts weiter tun. Man muss dann halt einfach nur das Jest verwenden, das heißt, man kann dann nicht mehr ng-test nehmen. Da kann man mal sehen, weil dann ein Fehler kommt, weil letzten Endes in der Angular-JSON-Datei ist da so ein Builder mit konfiguriert.
was ng-test sozusagen machen soll, und das ist ja jetzt immer noch das Komma. Das wurde im Prinzip nicht geändert, deswegen müssen wir das Test im Prinzip direkt aufrufen. Ich installiere jetzt nochmal die NPM-Abhängigkeiten für den Branch. Das heißt, wenn wir jetzt das ng-test aufrufen, dann wird es wahrscheinlich schon Fehler geben, weil der jetzt halt versucht, irgendwas mit Komma zu machen, was er jetzt im Prinzip alles ausgelöscht wurde. Genau. Okay, aber wir können einfach einen Test machen. Der ruft jetzt im Prinzip einfach das Chest auf. Im Prinzip sehen wir jetzt hier, dass nichts kompiliert wird, sondern das dann einfach loslegt. Problem ist natürlich, dass jetzt die ganzen Fehler, die wir jetzt vorher hatten, trotzdem noch da sind, weil da habe ich jetzt erstmal nichts weiter dran gemacht. Das werden wir dann nachher noch umschreiben. Ich sehe halt, dass die Ausgabe jetzt schon ein bisschen schöner ist. Die eigentliche Fehlermeldung ist aber ja trotzdem die gleiche, weil das Problem mit den ganzen Importen haben wir ja trotzdem noch da. Genau, ein paar Tests sind aber noch grün, die vorher auch schon grün waren. Und was Jess zum Beispiel auch macht hintenrum, wenn ich das jetzt nochmal ausführe, erstens, das, was gecached ist, wird nicht nochmal gemacht. Und zweitens versucht er immer zuerst die Tests zu machen, die fehlgeschlagen sind. Und danach dann die Tests, die eigentlich grün sind. Okay. So, was man jetzt auch schon mal zeigen kann, ist, dass es relativ einfach ist, im Jest einzelne Dateien zu testen, weil das so ein Regex-Matching hat. Und ich weiß, ich habe zum Beispiel eine Model-Datei für das To-Do. Das heißt, ich kann jetzt das Jest aufrufen und kann dem jetzt so einfach einen String mit übergeben. Und der versucht jetzt schlau zu sein und über Regex-Matching irgendeine Datei zu finden, wo jetzt dieses Wort Model vorkommt. Das heißt, er findet jetzt diese eine Datei, To-Do-Model-Stack, und führt das auch noch hier aus. Und das geht jetzt halt relativ fix, weil die erstens klein ist und zweitens der den Prinzip komplett aus dem Cache machen kann. Ne, wenn ich jetzt sowas wie To-Do eingeben würde, dann würde er jetzt die ganzen anderen Dateien, die alle mit To-Do heißen, auch finden. Das ist halt ziemlich praktisch, wenn man mal schnell mal eine Datei testen will. Man kann natürlich genauso jetzt, wie man das aus dem Jasmine kennt, ja mit diesem it.only machen oder fit, dass dann nur genau den einen Test ausführt. Oder mit einem Describe-Block geht das genauso. Oder mit einem X davor würde der jetzt was ignorieren. Könnte man genauso alles machen. Okay. Jetzt haben wir im Prinzip noch das Jest hinzugefügt. Und jetzt haben wir noch so einen schönen Branch, wo man dann im Prinzip die ganzen Tests gefixt haben. Und da werden wir dann sehen, dass die Syntax am Anfang, wie wir die Tests schreiben, ein bisschen anders ist als das, was Angular jetzt standardmäßig macht. Das Schöne ist aber, dass es trotzdem kompatibel ist. Das heißt, dieses ganze Testbed, was uns Angular so vorgibt, das funktioniert auch im Jest alles. Und es gibt auch noch eine Variante, wie man das alles ein bisschen abkürzen kann. Ich habe npm-test eingegeben und er macht trotzdem npm-test. Das finde ich auch gut. Okay. Jetzt freuen wir uns, ist alles grün. Was wir zum Beispiel auch mal machen können, ist, wir können einfach mal das Code Coverage machen. Im Prinzip muss man da jetzt auch gar nichts standardmäßig groß konfigurieren. Man kann jetzt noch irgendwelche extra Reporting anschalten und so. Aber im Prinzip habe ich jetzt hier gleich die Code Coverage mit ausgegeben, ohne dass ich jetzt irgendwie noch extra was installieren musste. Können wir uns doch mal anschauen, wie das aussieht. Ich glaube, das ist im Coverage auch noch drin. So, da kommt so ein typischer Report raus von diesem Istanbul, was man so kennt. Und im Prinzip kann ich mich jetzt hier so durchklicken und gucken, okay, was ist denn jetzt bei meinem Test schon alles abgedeckt und was nicht.
Das ist zum Beispiel jetzt nicht viel gemacht in dem Service. Ich habe, glaube ich, auch überall nur eine Methode mal beispielhaft implementiert zum Testen. Ja, das ist halt immer ganz praktisch, wenn man jetzt die Tests schreiben mal wissen will, gibt es ja noch für Codestellen, die nicht getestet sind. Das kann man so relativ einfach rauskriegen. Es gibt dann auch noch diesen tollen Mesh-Modus. So, das hat er irgendwie gemerkt, es gibt keine Änderungen. Jetzt können wir mal was emulieren. Okay, jetzt habe ich hier so einen Test. Wir kommen gleich mal auf die Syntax zu sprechen. Ich will jetzt nochmal hier den Mesh-Modus zeigen. Ich habe jetzt im Prinzip mal was geändert. Ich weiß jetzt, okay, das steht fehl. So, und jetzt bekomme ich halt hier so eine schöne Ausgabe, was jetzt das Problem ist. Und sehe halt hier in diesem Diff relativ genau, an welcher Stelle jetzt wirklich was schief geht. Ich habe jetzt hier so ein Objekt, was ich vergleiche und sehe dann halt, okay, das Grüne ist das, was ich jetzt eigentlich erwarte, was zurückkommen soll. Und das Rote ist das, was zurückgekommen ist. Und dann sehe ich halt hier, okay, hier gibt es ein Mismatch. Ich sehe dann halt, welche Stelle das war, welche Datei das ist und kann dann so halt relativ schnell an die Stellen kommen, wo es schief gegangen ist. Genau, es gibt halt hier noch so verschiedene Optionen, auch bei dem Watchword kann ich genauso einen Regex mit übergeben, wie ich es vorhin schon gemacht habe. Ich kann auch sagen, dass da nur die Tests ausführen, die fehlgeschlagen sind. Das ist halt hier relativ mächtig. Okay, kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Syntax. Es gibt hier im Prinzip so eine To-Do-Klasse, die jetzt unser Model repräsentiert. Das ist jetzt überhaupt nichts Spannendes, das ist einfach bloß eine normale TypeScript-Klasse mit einer Set-Title-Methode, mit einem Constructor, wo eine ID generiert wird. Das ist jetzt im Prinzip alles ziemlich simpel. Das ist jetzt auch sehr einfach zu testen. Das ist jetzt der Part, den quasi CLI für uns generiert hat. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Test dazu geschrieben. Und hier sehen wir schon, hier gibt es im Prinzip verschiedene Varianten, was ich zum Beispiel testen kann. Ich weiß halt am Ende, wenn ein To-Do erstellt wird, hat es einen Titel und es hat diese Completed-Eigenschaft. Und jetzt kann ich im Prinzip mit so einem Matcher die einfach vergleichen. Das ist das, was ich jetzt generiert habe, das ist das, was ich erwarte. Und dann gibt es zum Beispiel so einen To-Equal-Matcher, der jetzt im Prinzip rekursiv das Objekt durchgeht und vergleicht. Das To-Equal ist immer spannend für Objekte und Arrays, weil das sozusagen komplett den Baum durchläuft. Es gibt auch noch so etwas wie To-Be. Das ist dann eher eine Referenzprüfung, das kann man halt bei den einfachen Datentypen nehmen. Wenn man jetzt Strings und Zahlen vergleichen will, bei den Arrays in Objekten muss man mal equal nehmen. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, gibt es halt hier so eine ganze Latte an Matchern, die man jetzt hier verwenden kann. Ja, das ist ziemlich mächtig, was da alles so geht. Da ist halt mehr mit dabei, als jetzt standardmäßig das Jasmine zum Beispiel mit liefern würde. Was zum Beispiel ganz hilfreich ist, es gibt auch so eine, dass ich ein Teilobjekt überprüfen kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine relativ große Klasse hätte und mich interessieren jetzt aber nur zwei, drei Eigenschaften daraus, kann ich aber einfach sagen equal und dann gibt es diese Syntax Object Containing. Kann ich einfach in ein Objekt reingeben und dann guckt der einfach nur, okay, gibt es jetzt diese Title-Eigenschaft und ignoriert den ganzen anderen Rest, weil der mich jetzt nicht interessiert. Was man zum Beispiel auch machen kann, ist diese OU-ID. Die wird ja im Prinzip in dem Constructor von der To-Do-Klasse generiert mit irgendeinem Library hintenrum. Und bei jedem Initialisieren ändert sich ja dann diese ID. Um sowas jetzt abzufangen, kann ich zum Beispiel dem auch sagen, diese OU-ID ist jetzt einfach auch ein String. Und damit funktioniert dann auch diese Equal-Methode, weil er dann nicht den Wert direkt Vergleich, den ich ihm übergebe, sondern der einfach nur guckt, okay, steht da ein String drin, egal wie der jetzt aussieht, und wenn ja, dann passt das.
Und ja, bei dem Any kann ich im Prinzip alle möglichen JavaScript-Datentypen mit übergeben. Okay. Dieses Object Containing, ist das irgendwie nested? Kann das auch irgendwo ganz unten sein? Oder muss das Teil quasi jetzt in der obersten Ebene sein? Ich glaube nicht. Du könntest wahrscheinlich auch, wenn das jetzt unser To-Do-Objekt verschachtelt wäre, würde der das auch auf einer tieferen Ebene finden. Also wir können das nachher gerne mal probieren. Ich bin aber ziemlich sicher, dass das funktioniert. Weil er dann wahrscheinlich einfach den Objektbaum dann durchgeht, so wie generell die Equal-Methode das machen würde. Also es dürfte eigentlich kein Problem sein. Okay. Ja, dann haben wir zum Beispiel unseren Service. Ja, der simuliert jetzt so ein bisschen das ganze To-Do-Handling, dass irgendwo dass die Local Storage gespeichert werden, dass man sich alle zurücksetzen kann, dass man die completen kann. Wie gesagt, die Business-Logik ist jetzt gar nicht das Spannende, sondern uns interessieren jetzt eher die Tests. Und in dem Fall ist es so, dass dieser To-Do-Service hintenrum den Local Storage verwendet, um da jetzt die To-Do-Elemente zwischenzuspeichern, damit, wenn die Seite refreshed wird, dass ich dann die ganze Information nicht verliere. Und was man dann zum Beispiel machen kann, wir haben ja vor uns diese Konfigurationsdatei gesehen, wo so ein paar globale Window-Elemente gesetzt wurden und die Implementierung davon. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel mit dem Before-Each sagen, dass er jedes Mal den Local Storage leer machen. Weil ich halt weiß, wenn ich jetzt ein Item hinzufüge, beziehungsweise die Persist-Methode aufrufe, dass dann da was reingeschrieben wird. So, dann kann ich mir einfach so ein paar Mockdaten zusammenbauen, also jetzt rein plain TypeScript, das ist jetzt ein spannendes. Und das ist jetzt der Key, unter dem die Elemente in dem Local Storage abgelegt werden. So, das heißt, das ist jetzt auch so, sagen wir mal, die typische Praxis, dass ich in meinem Before-Each mir einfach jedes Mal die Klasse oder den Service oder die Komponente initialisiere. In dem Fall ist es auch wieder einfach, ich habe keine Abhängigkeiten, kann ich einfach diese aufrufen. Und jetzt habe ich zum Beispiel einen Test, wo ich einfach sage, okay, schau mal, dass in dem Local Storage für meinen Key keine Items drin stehen, das ist halt null. Jetzt schreibe ich in den Service einfach meine gemockten To-Do-Items rein, rufe die Persist-Methode auf, von der ich weiß, dass die jetzt hintenrum die Daten in den Local Storage reinschreibt und jetzt kann ich einfach hier meine Überprüfung wieder machen. Okay, hol mal aus dem Local Storage die Daten raus und dann müssen halt dem Wert entsprechen. Ist jetzt auch wieder ganz, ganz simpel, ist jetzt auch keine große Magie. Funktioniert halt ganz gut, weil diese Helfer-Methode uns den Local Storage reingebaut hat. Weil normalerweise ist jetzt kein echter Browser, hier gibt es jetzt eigentlich kein Local Storage. Und diese Setup-Methode hat uns das im Prinzip alles so ein bisschen initialisiert. Okay. Jetzt haben wir die Komponenten. Das ist jetzt im Prinzip der Footer von der To-Do-App, wo man dann die Items quasi completen kann. Ach, das haben wir im Browser drin. Genau. Das ist jetzt das Footer-Komponente. Schauen wir doch mal, ob da der Test ist geschrieben. Ah ja, okay, genau. So, und hier haben wir jetzt mal ein Beispiel, wo wir eine Abhängigkeit haben. In dem Fall sind das zwei, weil die Footer-Komponente braucht einmal den Service und die braucht auch den Angular-Router, weil die nämlich anhand von dieser Route, die geladen wird, sich aus der URL den Status rausholt und damit dann die jeweiligen Elemente lädt. Man sieht das jetzt hier, wenn man mal in die URL reinguckt, wenn ich jetzt hier mal so einen Filter setze auf Active oder Completed, dann wird das im Prinzip hier von der Anwendung ganz simpel oben in die URL mit reingeschrieben und das wird von der Komponente jetzt einfach ausgelesen, um jetzt zu wissen, wie muss ich jetzt die Items hier filtern. So. Das können wir jetzt ja ganz einfach testen.
weil wir uns jetzt einfach hier zunutze machen, dass diese Footer-Komponente ja im Prinzip auch bloß einfach eine TypeScript-Klasse ist, mit so einer mit so ein paar Metadaten, wo jetzt Angular weiß, dass es eine Komponente ist, aber das ist jetzt für unsere Tests eigentlich egal. Das heißt, ich spare mir jetzt den ganzen Kram, dass ich jetzt hier versuche, die Komponente direkt dem Angular-Compiler zu kompilieren und das HTML dazu und irgendwas, und dann ich sage einfach, okay, ich mache mir eine neue Instanz und gebe jetzt von außen einfach meine Abhängigkeiten rein. So, den To-Do-Service, den kann ich theoretisch komplett einfach auch initialisieren und reingeben. Wir haben da nochmal so ein anderes Beispiel, wo wir den quasi uns selber überschreiben und dann die Funktionalität simulieren, die der machen kann. Und dann gibt es hier noch diesen Router, die Abhängigkeit. So. Prinzip ist das jetzt ganz simpel. Der Router ist jetzt einfach ein JavaScript-Objekt. Und ich weiß, es gibt diese Params-Eigenschaft, die jetzt verwendet wird von der Komponente. Und in dem Fall ist es ein Observable. So. Und was kann man da jetzt einfach machen? Okay, ich habe mir jetzt so ein Subject definiert. So ein Observable Subject, einfach nur das Subject und speichere die Observable dazu mir einfach in diesen Param-Eigenschaft dazwischen. Und jetzt rufe ich im Before-Each einfach meine Footer-Komponente auf. Ich habe das jetzt in so eine extra Methode ausgelagert. Ich könnte jetzt diesen Aufruf auch direkt hier hinschreiben. Das ist dann später vorteilhaft, wenn man jetzt so einzelne Tests hat und bestimmte Werte von dem Subs oder Mocking-Klassenthematik beschreiben will, dann ist es halt praktisch, das so auszulagern, aber dann kann ich in meinem Test einfach mal hier irgendwas überschreiben, hole mir einfach wieder eine neue Instanz von der Komponente und arbeite dann da drauf. Deswegen habe ich das jetzt hier ausgelagert. Und jetzt habe ich im Prinzip meine Komponente. Da ist jetzt diese Observable drin. Und die kann ich jetzt im Prinzip von außen steuern. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Test, mache nochmal ein Before-Each, wo ich das ng-init aufrufe. Das ist halt wichtig, weil ich jetzt an der Stelle weiß, dass in dem ng-init wird halt wird sich hier subscribed an diese Observable, die sich einfach mit dem Status rausholt. So, jetzt kann ich hier einfach einen Test machen, okay, meine Komponente ist geladen, hat erstmal keinen Current-Status. Und jetzt kann ich das Subject, was ich mir oben definiert habe, ganz einfach antriggern, rufe dann Next auf und gebe jetzt die Daten rein, die ich jetzt simulieren will. Indem ich jetzt sage, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, Status ist completed. Zeigen wir mal alle an, die abgeschlossen sind. So. Weil das Ganze so hintenrum asynchron funktioniert, habe ich jetzt diesen Fake Async Helper von Angular Testing mal einfach reingeholt. Das steht auch in der Angular Dokumentation drin, sobald man irgendwas mit asynchron machen will, kann man sich dieses Fake Async Modul reinholen. Dann rufe ich einmal das Tick auf, dabei wird im Prinzip diese ganze Observable einmal durchlaufen. Ich weiß jetzt hintenrum, dass die den Status ändert und kann jetzt hier prüfen, dass im Prinzip der Status gesetzt wurde. Das ist ja vom Code her ziemlich simpel. Sie macht ja jetzt immer das. Und das kann ich jetzt aber relativ einfach mit meinem Subject zu triggern. Und das, jedes Mal, wenn ich jetzt hier weitere Datei. Jedes Mal, wenn ich jetzt den Next aufrufe, dann wird im Prinzip noch dieses Observable getriggert mit dem neuen Wert und ich kann es dann ganz einfach testen. Genau. So. Wollen wir beim Header was gemacht haben? Ja, okay. Das ist jetzt die Header-Komponente, die hat wieder genauso eine Abhängigkeit zu dem To-Do-Service. Den habe ich jetzt aber nicht direkt initialisiert, sondern ich habe jetzt auch einfach ein gemocktes Objekt hier reingegeben. Das heißt, ich definiere mir einfach so eine Variable, das ist jetzt mein Stub oder Mock, je nachdem, wie man es nennen will, von dem To-Do-Service. Und das überschreibe ich mir jetzt hier auch wieder einfach in meine Before-Each-Methode. Ich weiß halt, es gibt eine Add-Methode, die will ich jetzt testen. Und wenn ich jetzt so einfach sage, das ist chest.fn, dann legt jetzt das chest einfach so ein Spy-Object an, lauscht jetzt über die ganzen Aufrufe, die hier passieren. Und ich kann dann jetzt im Prinzip einfach mir in der Komponente so ein To-Do anlegen und rufe dann die Add-Methode auf, die jetzt im Prinzip dieses To-Do, was hier gespeichert ist, dann irgendwie über den Service dann versucht wegzuspeichern. So, kann jetzt ganz einfach hier aufrufen, okay,
mein To-Do-Service-Stub hat die App-Methode und ich gucke jetzt, wurde die jetzt genau mit dem Wert aufgerufen. Hier teste ich jetzt zum Beispiel gleich noch, dass der so einen Trim macht, weil ich halt weiß, dass die Header-Komponente auch diesen Trim-Befehl hier mit drin hat. Das heißt, so kann ich mir jetzt im Prinzip auch ganz einfach wieder die Funktionalität überschreiben, die ich testen will. Und mache im Prinzip ja nichts anderes, als dass ich mir an der Stelle einfach nur die Header-Komponente instanziere mit meiner gemockten Abhängigkeit. Ohne dass da hintenrum ganz viel kompiliert werden muss. Genau. Hier wäre jetzt nochmal eine Variante, wie man zum Beispiel die Funktionalität überschreiben kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel, weil jetzt diese App-Methode eigentlich nichts macht, aber wenn die jetzt einen Rückgabewert hätte, wenn wir uns jetzt vorstellen, die würde jetzt irgendwie zum Backend gehen und mir jetzt was zurückgeben, kann ich ja ganz einfach sagen, was die mir jetzt für Werte zurückgeben soll und könnte die dann quasi prüfen. Oder dann dafür sorgen, wenn ich das jetzt brauche, wenn ich jetzt weiß, der Rückgabewert wird von meinem Code jetzt irgendwie verarbeitet, dann kann ich damit quasi steuern, was da passiert. So. Können wir mal das Fenster machen? Jetzt haben wir hier auch mal wieder so ein Asynchron jetzt. So eine To-Do-Item-Methode und die hat. Was hat denn diese Remove-Methode? Genau. Die Remove-Methode triggert jetzt im Prinzip so ein Output von der Komponente, um jetzt nach außen zu geben, dass auch ein To-Do-Item entfernt wurde. Und dieses Item Remove ist jetzt so ein Event-Emitter, was dann hintenrum einfach wieder so ein Web-Server ist. Angular. So, wie kann ich das jetzt machen? Hier muss ich jetzt zum Beispiel gar nicht mit irgendeinem Fake-Async arbeiten, sondern man kann das auch, wie man das in Jasmine kennt, diesen Callback hier, bei Variablen einfach reinschreiben. Dann habe ich quasi den Callback für den Test, wie der dann aufgerufen wird, weiß dann, das Framework-Paket, der Test ist abgeschlossen. Jetzt schreibe ich in meine Komponente einfach so ein To-Do-Item rein. Und was man zum Beispiel bei asynchronen Tests machen kann, man kann dann hier definieren, dass ich erwarte, dass mindestens eine Assertion aufgerufen wird. Das heißt, das Problem ist halt bei der asynchronen Test, weil der in den Kunden Schrein geht, läuft im Prinzip der Test einfach durch und es kann mir halt passieren, dass hier überhaupt nichts ausgeführt wird, weil aus irgendeinem Grund in den Kunden Schrein gesprungen wird. Und der Test ist aber trotzdem grün. Und hier kann ich jetzt mal was sagen, okay, wenn jetzt nicht mindestens eine Assertion ausgeführt wurde, in dem Fall das Expect, dann ist halt der Test fehlgeschlagen. Genau. Jetzt subscribe ich mich im Prinzip an den Event-Emitter, weil ich halt weiß, der wird jetzt bei der Move-Methode aufgerufen. Ja, das ist so ganz simpel. Ich kriege jetzt hier den Wert zurück. In dem Fall ist die ID von dem To-Do-Item. Gucke, ob die passt und rufe dann das dann auf und dann weiß das Test-Framework, okay, der Test ist vorbei und das ist dann fertig. Also auch wieder im Prinzip ganz simpel, wenn man jetzt mal mit Observables arbeiten muss. Das ist kein Problem. Was mit Jazz zum Beispiel auch funktioniert, wenn man jetzt asynchrone Tests hat. Fürs Node.js zum Beispiel ist es auch ganz spannend, wenn man jetzt einen Code aufruft, der eine Promise ist oder mit Async Await, kann man da auch einfach einen Return reinschreiben und dann wartet im Prinzip das Jazz auch so lange, bis dann diese Promise aufgerufen wird und führt dann da drinnen noch den Then-Block aus und dann ist der Test auch fertig. Dann auch nicht den Umweg mit diesem Dank zu machen, das könnte genauso funktionieren. Okay, und dann haben wir noch unsere To-Do-Liste, die jetzt im Prinzip die ganzen Items darstellt. Ja, wieder die Abhängigkeit zu dem To-Do-Service, den ich mir jetzt hier wieder wegmogge, dann gibt es den auch wieder die Route, wo ich mir jetzt wieder so ein
Subject erstelle und hier ist jetzt mein To-Do-Service, den ich mir jetzt für den Test überschreibe. Das heißt, ich lege einfach meine Mock-To-Dos rein und es gibt halt zwei Methoden, wo ich halt sage, Completed Items in 10, Remaining Items in 9. Ganz simpel und jetzt kann ich hier im Prinzip einfach schon den ersten Test machen, Get To-Dos, gibt mir einfach die gemockten To-Dos zurück, okay, funktioniert. Und dann ändere ich jetzt den Status auf Completed und teste jetzt, ob die aktuellen To-Dos, die jetzt in dem Service drin sind, umgesprungen sind auf die 10. Und dann gucke ich, ob diese Methode GetCompleted einmal aufgerufen wurde. Also im Prinzip auch wieder alles ganz simpel, ohne große Magie. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal sagen will, ich will mir das jetzt mal für irgendeinen Test überschreiben. Kann ich zum Beispiel auch sowas machen. Kann mir jetzt einfach die eine Methode mal rausnehmen. Kann ich sagen, die soll auch was anderes zurückliefern. Dann stelle meine Komponente. Ich rufe jetzt einfach meine GetComponent-Methode wieder auf. Das heißt, ich kriege jetzt hier wieder eine neue Instanz von meiner Komponente, die jetzt hat diesen Service verwendet und verwendet jetzt aber die überschriebene Variante. Und jetzt kann ich hier jetzt irgendeinen Test machen, wo ich jetzt für einen speziellen Test irgendeine Funktionalität überschrieben habe und kann dann damit irgendwas machen. Das geht ziemlich simpel und die einzelnen Tests, die kommen sich auch nicht in die Quere, wenn da jetzt verschiedene Blöcke das machen, sondern es funktioniert dann einfach. Deswegen ist dann halt ganz praktisch, wenn man sich diese Initialisierung von der Komponente in einfach so eine Methode auslagert. Das ist jetzt ja alles simpel in einem echten Projekt, wenn man dann ja 10, 15 Abhängigkeiten hat und das dann jedes Mal schreiben müsste, dann ist es halt relativ viel und so ist es halt ziemlich einfach. Okay. So, dann haben wir zum Schluss ja noch die App-Komponente. Deswegen hatte ich die jetzt so drin gelassen, die Datei, die jetzt die CLI standardmäßig generiert. Das sind dann im Prinzip nur die Links und uns hier unten unsere To-Do-App mit drin. Weil das zum Beispiel auch funktioniert. Das ist jetzt im Prinzip ja der Default-Code, den die CLI für uns generiert hat. Mit diesem ganzen Testbed und Compile Component. Was in dem Fall aber, wenn man sowas machen will, den Vorteil hat, dass ich jetzt zum Beispiel mir richtige HTML-Elemente testen kann. Dadurch, dass er jetzt ja wirklich eine richtige Komponente mit dem HTML dazu erzeugt und ich auf der arbeiten kann, kann ich mir jetzt diese App-Komponente instanzieren, hole mir das HTML-Element zurück und kann jetzt hier diese Query Selector Hilfsmethode, die jetzt in dem Ende auch schon mit drin ist, kann ich mir jetzt so ein H1 rausholen und zum Beispiel gucken, ob da jetzt so ein String drin steht. Das ist jetzt schon so eine Ebene, wo man sagt, das ist ja eigentlich schon kein Unit-Test mehr, sondern das ist schon fast ein Integrationstest, weil ich ja jetzt nicht nur das Code Behind teste, sondern auch, was sozusagen Angular dann im HTML draus machen würde. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir haben jetzt keine extra Testabteilung, die eventuell Test macht, sondern wir sind jetzt ein kleines Frontend-Team und müssen komplett die ganzen Tests abdecken. Können wir so zum Beispiel auch irgendwelche Linings mit testen oder irgendwelche Klassen richtig gesetzt werden und so weiter. So, und hier war jetzt mal eine Variante, was man mit Jester machen kann. Ich kann jetzt, habe zum Beispiel dieses UL-Element und kann dann einfach hinschreiben, to match snapshot. So, und was passiert dann? Das Jest legt dann für uns eine Datei an. Refreshen. Genau, es gibt dann so einen Snapshots-Ordner. Und da schreibt er zum Beispiel das hat den HTML-String rein, der jetzt eigentlich dann da drin stehen würde im Browser. Und das heißt, wenn ich jetzt mal in die App-Component reingehe und hier irgendwas ändere, aus.
jetzt mal so machen, dann macht er jetzt nur. Ja, okay, dann. Das war jetzt doof. Eigentlich wollte ich nur die App-Component machen, aber dadurch, dass alles im App-Ordner ist, findet das auch alles. Auf jeden Fall merkt er jetzt, okay, mein Snapshot passt nicht mehr zu dem, was eigentlich abgespeichert ist. Und ich sehe jetzt hier sofort, okay, die Stelle kommt nicht hin. Und kann jetzt halt überlegen, okay, ist das jetzt wirklich eine Änderung, die von mir gewollt war? Dann kann ich dem Chat sagen, dann aktualisiere einfach mal den Snapshot. Oder ist das wirklich ein Fehler, weil ich irgendwas geändert habe, was nicht mehr passt? So, wenn man das jetzt nicht so mag, dass in dem hier irgendwelche Ordner angelegt werden, wo irgendwelche Dateien drin stehen, gibt es noch die alternative Variante, dass man das mit einem Inline-Snapshot machen kann. Was ist denn das hier? Wir sehen jetzt schon, was er jetzt hier reinschreibt. Ich kann das jetzt hier nochmal auslöschen. Und so. PSGreen hat funktioniert und jetzt sehen wir hier, okay, der hat jetzt für uns einen Snapshot geschrieben und hat den jetzt auch nicht als extra Datei angelegt, sondern hat das jetzt hier direkt in den Code reingeschrieben. Und jetzt sehe ich sofort, okay, was da jetzt rauskommen würde und wenn ich jetzt hier irgendwelchen Käse reinschreibe, dann würde der dann merken, okay, das passt dann nicht mehr zusammen und ich muss dann entsprechend den Test dann anpassen. Ist halt für so kleinere Sachen ganz charmant, weil man dann sich sozusagen ein bisschen die Tipparbeit sparen kann, dass ich jetzt hier irgendwelche genau den String jetzt reinschreiben müsste mit H2 und Formatierung und irgendwie, sondern das macht dann Jest für uns automatisch. Das würde zum Beispiel auch funktionieren. Okay, bei den To-Dos ist es jetzt gerade ein bisschen blöd, weil die halt das Problem haben, dass da diese UUID drin ist. Da würde es zum Beispiel immer auf die Nase fallen, weil die dann jedes Mal anders ist. Die hat noch nicht so richtig unter Kontrolle. Könnte das Ganze aber genauso mit irgendwelchen Objekten machen, mit irgendwelchen Areas. Das funktioniert genauso. Okay. Schauen wir mal, was wir jetzt noch haben. Genau, hier nur nochmal die kurze Beschreibung zu dem Demo-Projekt. Könnt ihr euch auch alle bei GitHub dann anschauen. Ich mache dann noch den letzten Stand rein, wie jetzt der aktuelle ist. Und was man auch noch machen kann, man kann dieses Normal NX verwenden. Ich glaube, wir hatten das schon mal irgendwie angerissen, dass das gibt. Im Prinzip ist das so eine Library. Oder ist gar nicht, wie man das jetzt nennt. Ich glaube, die nennt es offiziell Extension. Im Prinzip ist das ein Aufsatz auf der Angular CLI. Die es erlaubt mir, ein Angular-Projekt zu schreiben. Und die bauen im Prinzip diese ganzen Angular-Projekte alles in ein großes Monorepo rein. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere UI-Projekte hätte, könnte ich die alle da reintun. Ich kann auch ein bestehendes Projekt nehmen und das in einzelne Unterprojekte unterteilen. Habe dann ein großes Projekt, wo alles drin ist. Theoretisch kann ich das Backend damit dazu nehmen. Und das ist im Prinzip darauf ausgelegt, wenn man jetzt große Projekte hat, mit vielen Mitarbeitern, vielen Teams, dass sie dann zusammen an einem Projekt arbeiten und das nicht alles so verteilt ist. Das funktioniert jetzt ganz gut, das setzen wir auch ein. Die haben auch da so eine Logik eingebaut, die relativ schlau ist. Das heißt, im ersten Moment denkt man ja, wenn man jetzt so ein Riesenprojekt hat, mit mir wegen 10 Frontends und ganz vielen UI-Libs, Helfer-Libs und so weiter, dass das ja dann alles riesig groß ist. Die sind aber halt so schlau, dass die jetzt beim Testen und Bilden von den Anwendungen eine Logik haben zu erkennen, was hat sich denn geändert. Und nur das wird dann getestet oder gebaut. Das heißt, das Ganze ist dann trotzdem relativ schnell. Und man hat halt den Vorteil, dass man dann schnell merkt, wenn ich jetzt an der Abhängigkeit was ändere, dann kann man das Tool auflösen, welche Projekte hängen davon ab und testet die dann halt mit. Weil wir hatten vorher den Weg, dass wir quasi zum Beispiel unsere Components, UI, quasi unsere ganzen UI-Komponenten und Sachen, die so geshared sind über verschiedene Projekte, als eigenes NPM-Modul hatten. Und da hat man natürlich immer das Problem, okay, wenn ich da jetzt was ändere, muss ich das NPM hochpushen, dann muss ich es mir wieder runterladen. Ich kann zwar jetzt lokal mit NPM-Link arbeiten, aber das ist alles so ein bisschen nicht so direkter Zugriff. Und hier kann jetzt im Prinzip die Lib dann helfen, wenn ich jetzt irgendwo was ändere, dass alle Codestellen getestet werden, die davon betroffen sind. So, was hat das Ganze jetzt mit Jest zu tun? Das Schöne ist, dass die
eine Schematik haben, die sozusagen diese für jedes Projekt, was ich da erstelle oder für jede Library, mir gleich das Jest mit reinrennen kann. Das heißt, da muss ich mich nicht manuell drum kümmern, sondern ich kann gleich, wenn ich ein neues Projekt anlege, sagen, ich möchte das mit Jest testen und dann baut er hintenrum den ganzen Code dafür zusammen und hat dann auch eine eigene Schematik, die dann mit diesem Edging-Test funktioniert. Die haben quasi so einen, diesen Builder überschrieben und verwenden dann halt nicht Karma, sondern ihren eigenen. Und die haben auch so ein kleines Tool geschrieben, damit man nicht so viel auf der Konsole rumhängen muss. Das ist die Angular-Konsole, das ist im Prinzip so eine Elektron-Anwendung, wo man sich relativ einfach die Projekte erstellen kann. Das heißt, das kann man sich einfach installieren oder als Visual Studio Code Plugin auch machen. Und da würde jetzt zum Beispiel hier meine To-Do-Anwendung erkennen, weiß dann halt, okay, da ist jetzt irgendeine Angular-Application drin. Kann ich halt hier Surf machen, Test machen, kann Generate Component machen. Im Prinzip ist das ein Wrapper für die Angular CLI. Ich könnte jetzt aber auch mal ein neues Projekt anlegen. So, hier kann man die Schematik auswählen. Man kann dann die Angular CLI nehmen, man kann aber auch die von Normal nehmen, die haben auch so ein paar Zusatz-Schematics für NGRX und so ein paar Sachen und ja, da können wir jetzt noch ein paar Package Manager einstellen und so weiter. Genau, der macht jetzt diesen ganzen Setup-Kram, den man mal auf die CLI machen würde und wenn er dann fertig ist, dann sieht man dann, wenn ich jetzt da drin in meinem, die Workspace ist jetzt erstmal nur die Hülle, wo das Standard App-Komponent drin ist. Wenn ich davon jetzt ein neues Projekt anlege, kann ich dann einfach das Jest mit auswählen als Test-Framework. Man muss mich dann um nichts weiter kümmern. Das gleiche gilt dann für das End-to-End-Testing. Man kann dann auch auswählen, ob man Protractor oder Cypress nehmen will. Haben die quasi auch schon eine Schematik drin. Genau. Ja. Ein bisschen. Ja, so wird das jetzt aussehen. Das ist jetzt im Prinzip nicht so eine leere Hülle. Ich will jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, aber bei den NX machen die das so, die unterteilen das halt in Apps und Lips. Und Apps sind für die immer nur so ganz grobe Hüllen für eine eigentliche Applikation und die ganze Business-Logik ist bei denen im Prinzip nochmal alles in den Lips so ausgelagert. Da gibt es auch so ein PDF-Dokument, wo die das so ein bisschen beschreiben, wie die sich das vorstellen, wie man so eine Anwendung aufbaut. Ja, das ist sehr spannend und das suchen wir jetzt auch gerade bei uns alles so ein bisschen zu refactoren und einzubauen. So, jetzt müsste da eigentlich ja was gemacht haben, genau. Ich bin jetzt in einem Demo-Projekt drin und jetzt kann ich mir zum Beispiel sagen, Application und bei Optional kann ich jetzt sagen, Test Runner. Das UI ist halt noch nicht ganz so hübsch, dass der muss halt wissen, dass man das hier eingeben kann. Ich lege meine App an und sehen wir auch hier, dass er schon diese Jest-Config-Datei mit reingebaut hat. Und er hat aber in der Angular.json-Datei die Schematik. Genau hier. Das ist im Prinzip das, wo man jetzt einstellen kann, was bei ng-test passiert. Die haben jetzt im Prinzip einfach einen eigenen Builder geschrieben, der das jetzt alles macht, die ganze Konfiguration dazu und muss man sich da jetzt zunächst mal kümmern. Das heißt, wenn ich da jetzt eigentlich einen Test aufrufe, dann macht er jetzt im Prinzip automatisch den ganzen Test-Kram, die haben halt das Code-Kram standardmäßig eingestellt.
Das heißt, das ist dann quasi noch einfacher. Da müssen wir sich um gar nichts kümmern, das ist automatisch alles rein. Okay, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euer Interesse ein bisschen wecken, das Just mal auszuprobieren. Für uns hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil die Testausführung deutlich schneller geworden ist und auch das Testschreiben mit dem Just ziemlich gut von der Hand geht. Genau. Noch irgendwelche Fragen? Eine Frage aus dem Chat von Gregor. Ja. Premiere hat die erste Frage. Ja. Aus dem Chat. Wie geht ihr so mit dem generierten Test per CLI um? Seine Antwort dazu ist zum Beispiel, er löscht sie direkt, weil sie seiner Ansicht nach erstens keine Interaktion mit Use Cases testen und zweitens den Eindruck erwecken, es gibt einen ausreichenden Test. Ja, da habe ich ganz unrecht. Also, wenn die Tests, die da generiert werden, rauskommen, das ist ja auch bloß diese Hülle und im Prinzip überschreiben wir die dann auch gleich. Ja, löscht die auch. Ja, das Testgerüst kann man drinnen lassen. Oder das ist jetzt drin, aber ich lösche dann im Prinzip den ganzen. Schlechtes Beispiel, wie haben wir denn die App? So, das, was da jetzt hier raus generieren würde, das würde ich komplett rauslöschen, aber das drumherum. Ja, im Prinzip ist es nicht viel. Also theoretisch kannst du löschen und Plain anfangen, den Code zu schreiben. Aber das, was daraus generiert wird, das hat im Prinzip keinen Mehrwert. Weil sobald du an der App-Component was änderst und da jetzt eine Abhängigkeit hinzufügst, dann fällt es halt auf die Füße aus und du machst das nur aus Schema, aber das bringt dir auch nichts, weil am Ende willst du ja später mal was testen. Und diese ganze Overhead, der ist halt hier, ja, ist ein bisschen viel. Generell, wenn man sich mal die Dokumentation für das Testing für die ganzen HTTP-Sachen anguckt im Angular mit, was haben die denn da, ihr komisches Mock-Backend und was man da so alles machen kann, das ist halt übelst kompliziert und normalerweise das brauchen wir jetzt gar nicht. Also ich kann mit dem Jasmine viel einfacher irgendwie meinen Service überschreiben, was der machen soll und muss da gar nicht mit diesen Angular-spezifischen Frameworks da hantieren. Weil das alles also für mich viel zu kompliziert ist. Ja, also eine formulierte Frage. Zu wie viel Prozent testet ihr auf dem Dom? Und wenn das die Zahl irgendwie größer als 0% ist, habt ihr Erfahrung mit Third-Party-Libraries wie Camel UI zum Beispiel, wo ihr nicht so 100% Kontrolle über den DOM habt? Ja. Also wir selber im Frontend, wir testen keinen DOM, wir machen wirklich nur den Code behind. Mhm. Wenn wir jetzt sowas hätten, dann gäbe es quasi dafür einen End-to-End-Test, den wir dann haben. Das schreiben dann aber die Tester, die schreiben das auch im Selenium. Mit irgendeiner Java-API. Da haben wir erstmal jetzt nichts mit zu tun. Wir haben aber parallel das Cypress für uns mit aufgesetzt, um eine schnelle Rückmeldung zu bekommen, weil die Selenium-Tests halt relativ lange dauern und nur einmal die Nacht laufen. Und wir haben parallel das Cypress mit installiert, auch im CI-System, was dann im Prinzip bei jedem Push läuft und erstmal nur so eine Grundfunktionalität abtestet und die ganzen API-Aufrufe. Das geht halt dann relativ schnell, das dauert nur 6 Minuten, deswegen können wir das öfters ausführen. Und sowas würde ich dann aber wahrscheinlich ja, damit machen. Aber du könntest es theoretisch auch so machen, wenn du das willst. Aber ja, ich finde das jetzt also nicht so optimal. Also für sowas würde ich dann wahrscheinlich lieber erst etwas nehmen, als jetzt für null. Aber es ist Geschmackssache, ja. Es gibt noch eine Frage. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich sie ernst nehmen soll. Von Dimo. Ah, okay. Frage an dich. Was wird denn nun aus dem Karma Mocker Importer? Ja, okay. Ja, wir haben mit Angular 1 haben wir auch das Karma verwendet, da gab es ja keine richtige Alternative. Wir haben damals einfach so einen Plugin geschrieben, so einen Importer, dass es so ähnlich hübsch aussieht, was wir jetzt gesehen haben mit Jest. Das ist einfach nur ein Reporter für das Karma-Framework. Ja, der funktioniert und da muss man eigentlich auch nichts mehr dran ändern. Eine Anmerkung noch von Gregor.
als Mocking-Framework kann er noch TS Mockito empfehlen, Typstatus Mocking. Ah, okay. Ja. Ja, ein kleiner Schwenk aus der Praxis, wie wir das machen. Wir haben im Prinzip unsere Frontend-Anwendung und das Backend ist ja komplett losgelöst. Und damit wir auch lokal entwickeln können, haben wir im Prinzip einfach so einen Node.js-Server, der die API so ein bisschen simuliert. Und wir haben einfach so einen Ordner gemacht, wo wir für unsere ganzen Datenmodelle die einfach eine JSON-Datei reingelegt haben, mit dem Payload, den wir jetzt vom echten Backend bekommen würden. Und damit können wir jetzt quasi lokal unsere Anwendung starten und es funktioniert alles. Und wir verwenden zum Beispiel diese JSON-Dateien dann auch für die Tests. Weil dann wissen wir, das ist ungefähr die Entsprechung, wie es auch vom Server zurückkommen würde. Und das Schöne ist ja dadurch, dass es einfach nur TypeScript ist, JavaScript, kann man das halt alles ziemlich simpel testen. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip einfach in der TS-Config so ein Path-Mapping gemacht. Das hier. Ich hoffe, ich springe nicht zu viel her. Ja, das ist einfach so ein Path-Mapping. Das sind diese Namespace-Nodes. Geht halt in diesen Ordner rein, wo die ganzen JSON-Dateien drin sind. Und jetzt kann ich mir im Test einfach diese JSON-Datei laden. Und damit habe ich jetzt mein TypeScript-JavaScript-Objekt, wo die ganzen Daten drin stehen. Und das kann ich jetzt in meinen Tests einfach verwenden. Und dann habe ich schon gleich die Mock-Daten da muss ich mir jetzt ja nicht manuell irgendwelche Daten nochmal extra anlegen, sondern da kann ich einfach die nehmen, die wir sowieso auch fürs lokale Entwickeln verwenden. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Keine ja. Ja, also wenn noch etwas ist, dann können wir gerne nochmal schnell irgendwas gucken, aber ich werde dann soweit durch. Vielen Dank. Danke. Ja.